überhaupt. Och, nicht schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Jürgen Racex, der hier die ganze Zeit. Nimm! Ich schmeiß es dir gleich wieder in die Ömme, ich sag's dir. Ach, jetzt. So. Ey! So, das waren jetzt alle hier, oder? Ja. Gut. Ey, komm mit der Kettensäge, Junge. Ey! Schon mitfahren. Nee, darfst hinten noch mal einen aufheben. Und mal ein Stöckchen. Wo? Ah, hier. Wo mal ein Stöckchen? Hier ist auch noch einer. Aufputzen. Ah, stimmt. Den wollte ich ganz am Ende drauf machen, weil der so krubbelig ist. Jo. Perfekt. Überfahren. Jo. Also. Hau rein. Ich fahr mal danke, kurz abladen. Danke, dass ich mit Johnny fahren darf. Danke, dass ich mit Johnny fahren darf. Jo, kein Ding. Wie war das? Wer kein Geld hat, kauft gelbe Felgen. Wir fahren jetzt mal kurz die Stämme weg. Dann wird man die Nacht überspringen. Düngen kannst du, glaube ich, immer noch nicht, oder, Tigerfahr? Nö, immer noch nicht. Oh mein. Ich warte seit keine Ahnung wie lange. Oh, verdammt. Ich glaube, wir können die Nacht noch gar nicht. Also, wir können die Nacht überspringen, aber wir kriegen das Geld noch nicht für das Holz. Warum? Öffnungszeiten. Vielleicht bis 21 Uhr, dann könnte es passen. Du hast auch nicht dran gedacht, jetzt hör mal auf. Bei Feld 4 stehen noch mal ein paar andere Fichten. Die wird man dann auch die Tage mal noch entfernen. Hatten wir nicht. Ja, das ist zu. Das andere zu. Stehen noch gar keine Öffnungszeiten. Doch, auf dem Schild muss welche stehen. Nö. Der fährt mir hinten rein, ey. Von hinten genehmt. Ne, das stehen ist jetzt dann halt ein bisschen ungeschickt. Ich stehe halt nicht verschlafen. Jo, geh mal schlafen. Leg dich neben Ticker fahren. Nein, er fährt schlafen. Warte mal, ich rede mal gerade mit dem Fuzzi. Vielleicht sagt er mir, wann er wieder aufmacht. Ah ja. Servus. Ich kann ja schon mal Fliegereifung aufziehen, denn es ist bestimmt über Nacht zweimal gewachsen. Servus. Sagt er die ganze Zeit nur Servus? Oh lol. Ja, wenn oh, du. Oh lol. Wenn wie du hab ich das? Tricker reinfährst. Oh, Alter, zum Glück hat das niemand gesehen, Alter. Servus. So ein bisschen wie der Klaus Jäger, sagt er das. Was ist denn passiert, Racex? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Also das ist nicht... Jetzt geh mal einer schlafen, bitte. Die Maschine hin. Du sollst schlafen gehen. Ich hab Angst um mein... Wie viel? 13. 13, okay. 10, natürlich. 13. Jetzt habe ich 13. Spaß. Oh. Du hast gesagt 13. Och. Och, lol. Ja, was? Siehst du mal. Hab doch gesagt, du sollst dich neben Tigerfarm legen. Wow, jetzt wo bin ich? Ich bin im Wasser. Ist Tigerfarm ist ja die Frau, lul. Ja. Alter, ich wo kommt die Seemaschine hin? Irgendwo, völlig egal. Haben wir die soll ich die entladen und weggeben? Ja, stimmt, klar, die ist gemietet. Scheiße. Hätte man vorm Schlafen machen sollen. Ja, scheiße, ne? Der Sägewerk hat leider noch nicht offen. Der Sägewerk. Das Sägewerk. Ein Sägewerkmensch hat nicht offen. Einsmal Sägewerkmensch hat nichts einsmal offen. Bitte warten Sie einsmal bis morgens. Ich habe die Big Packs und das Big Pack Regal gelegt. Jo. Gestellt. Ah.
Oh ja, Unkraut, das sprießt. Das sprießt, sprießt und sprießt. Ja, kannst du wahrscheinlich beim anderen Feld auch mal gucken dann. Mal gerade mal den. Die erste nicht. Den Milch in das Gerät. Oh ne, jetzt ist mein Eimer reingefallen, so ein Scheiß. Dein Eimer ist reingefallen, aha. So. Gut, Milch ist wieder voll, Käserei ist wieder voll. Ne, da ist noch Milch drin. Warum hat er dann den Eimer nicht ganz voll gemacht? Aber. Oh! Hab ich mich erschrocken, ey. Kommt denn da was einmal aus der Tür raus? Warum heißt unser Hof eigentlich Hof Bergfrau? Wegen dir. Ich hatte es auf der Zunge, aber ich hab's nicht gesagt. Bin unschuldig diesmal. Kühe. Hast du bei den Kühen sauber gemacht? Nee. Soll ich machen? Nee, muss man nicht. Ist immer ich kann sauber. Gedanken lesen, Varuna. Wir könnten wirklich mal Gras sammeln gehen. Oh, wo ist der Ladewagen? Ihr müsst erst mähen. Ja, haben wir überhaupt einen Ladewagen? Nö, glaub nicht. Ey, wir sind so arme Bauern. Das gibt's gar nicht. Maruna, stell deinen Frontlader hier hinten hin, ne? Ja doch, ihr habt doch einen Ladewagen. Ja. Trotzdem sind wir arme Bauern. Wir haben noch nicht mal eine Kalkgewinnung oder eine Düngerherstellung. Nee, ihr Schlimm. Habt doch keinen Ladewagen. Lul. Tja. So ist es halt. Vorhin hast du eigentlich Schweinefutter verkauft. Warum hast du nicht das, was hier ist, noch mitgenommen? Boah, Schweinefutter ist, Junge. Hier ist irgendwo Schweinefutter. Hier. Die blaue. So, was machen wir jetzt? Ah, das ist die Frage. Ja, du machst was, hast du gesagt? Ah, ich mähen. Gerste. Ich mähe, ne? Jo, mach mal. Gerste bringt nur 1100. Um die Felder herum? Ja. Ah, dann mache ich drüben noch den einen. Nimm mal den Anhänger wieder mit. Ach ne, der steht ja noch hinten. Welcher Anhänger? Ist immer noch zu. Ich dachte, wir könnten schon den nächsten Anhänger hier, den nächsten Dingenskirchen. Der ist nicht unser Feld. Das gehört nicht uns. Komm, Maruna, komm. Komm, lauf. Lass ein bisschen Abstand zur Feldgrenze, kriegst du sowieso sonst nicht alles weg. Maruna. Hier einmal so rumfahren. Jo, und hier unten halt die Fläche. Bis zu den Bäumen. Warum hält er das jetzt nicht? Warum ist der Teil oben? Weil du es nicht runtergemacht hast. Doch. Entscheide dich. Ganz untypisch für mich, dass ich mal nach rechts fähre. Fäll mal auf die Straße. Was habe ich davon? Komm, keine also Autos mehr. Scheiß Gehupe von den Autos. Ich komm halt nicht mehr durch. Oh, ist auf die Straße gefallen. Ja, geil. Aus Versehen, oder? Total. Nein, ernsthaft, ich wollte eigentlich wirklich nicht.
Hör auf zu hupen, sonst mache ich deine Motorhaube kaputt, gell? Oha! Oha! Zurück dann auf Akro! Was denn? Der hupt mich einfach blöde an. Kann er wohl. Oh, direkt einmal an, direkt anmaulen. Mach mal Häufchen hier. Aber doch nicht einfach mitten auf die Landschaft, Aruna. Biologisch abbaubar. Alles in Ordnung. Was denn? Holz, Holz ist ein Bioprodukt. Ach so, ich hab Häufchen, weil du Häufchen gesagt hast. Ja, Holzhäufchen. Ach so, ich dachte an andere Häufchen, was man eigentlich im Klo hinterlässt. Auch das wäre biologisch abbaubar. Könntest du ja auf die Motorhaube des Typens machen. Oh Gottchen. Ach, du bist einer, ich. Was denn? Wer? Ich hab von Holz gesprochen, ey. Ihr seid Leute. Und ich von dem anderen Häufchen. Ja, und ich hab von Düngen gesprochen. Ja, ja. Häufchen düngt auch. Ist es auch biologisch abbaubar? Natürlich. Ah. Also kommt drauf an, welches welcher Dünger. Warte, vergesst noch richtig. Eurem Feld. Hier unten alles, ne? Marone. Ja, soweit. Habt ihr gehört, auf der H1, da ist gerade Stau. Habt ihr gehört? Auf dem Häufchen ja. 1 oder was? Nein. Nein, das ist direkt die Straße, die bei uns vorbeiführt. Das soll gerade Stau sein. Ja? Und ist ein Unfall, ist ein Unfall passiert. Hm. Ich bin in deine Mutter gekracht. Kann aber verstehen, warum. Heiden. Ich hab gesehen, dass du den Baum gefällt hast, gell? Ja, da kommt ein rotes Auto. SpaceX wurde auf der Autobahn geboren. Da passieren nämlich nur Unfälle. Freundchen, nett und frech. Einmal. Du bist auf der B51 geboren, ne? Da passieren nämlich die meisten. Ich kann das auch, mein Freund. Wie weißt du, dass du das kannst? Mein Freund, der Larry. Bedingt ist jetzt, ne? Echt? Bist du fertig? Hat aber lange gedauert. Ja. Er hat zwischendurch Pause gemacht. Du meinst, er hat zwischendurch mal gearbeitet? Aus Versehen. Kann man noch so sehen. Aus Versehen. Ja, ich hab euch aus Versehen geboren. Was? Geboren? Du bist unsere Mutter? Lul. Ich wusste gar nicht, dass du eine Frau bist, aber okay. Lieber Gott, nimm mich zu dir. Aber bei so einer Mutter... Na, krieg ich den? Ne, der ist zu fett. Ja. Haben wir einen Kercher? Ja. Der steht da, wo der Wasserträger ist. Der ist standardmäßig verbaut. Da war was. Warum? Musst du den Dung abwaschen oder was? Hm? Musst du den Dung abwaschen oder was? Nee, den Dreck, den du verursacht hast. Kam der Kunde jetzt hier mit dem Auto zu dir oder was? Die Scheiße runter machen oder was? Ja. Das Häufchen. Maruna, die hupen hier. Das ist es noch. Ich höre nichts. Jetzt höre ich es wieder. Ich drehe mich um, dann höre ich es nicht mehr. Nein, du musst wieder so einen Spruch raushauen. Damit die Bescheid wissen. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich auch nicht.
Das war so laut, das konntest du nicht mehr hören. Ah, macht Sinn. Sehe. Ja, toll. Gut gemacht, Jürgen. Was denn? Schieb den Baum mal auf unser Grundstück. Toll gemacht, Racing. Jung, halt die Klappe, sonst gibt's... Sieht aus wie ein Opel Meriva, ey. Warte, ich war noch gerade die Bahn hier zu Ende. Obwohl, warte, ich komm direkt. Ich komm jetzt auch. Titit! Jetzt kommt mal, jetzt gleich kommt ein richtig fettes Auto. Hast du mal eine Motorsäge in der Motorhaube gehabt? Ich? Das ist nicht, nee, das ist aber nicht mein Trecker. Vor allem hat er jetzt den Baum aufs in die falsche andere Richtung geschoben. Aber da kann ich ihn aufnehmen, lol. Lull. Warte. Oh, schieb zurück, fahr weg. Ich fände der Johnny stärker. Junge, der macht mir die ganze Wiese hier kaputt, der Typ. Hey. So, wo sind die hupenden Autos? Ah, hier. Schade, dass das da nicht reinpasst, ey. Ich hätte ja voll den Baumstamm ins Cockpit gelegt. Jung! Ja? Sei produktiv. Was gibt's denn noch so zu tun? Ja, mach die Bäumenstämme da auf die Seite. Welche? Der eine Baum muss theoretisch noch gefällt werden. Ich gehe jetzt mal gucken, ob der Sägewerk gleich aufmacht. Ja, Sägewerk. Ich hoffe mal. Lass mal Rufkonzert machen. Ich fahr jetzt so über die ganze Map. Ein Rufkonzert. Varuna jetzt hinterher fahren. 22 hast du, ne? Jo. Ne, Schreinerei hat immer noch zu. Holzmischel hat immer noch zu. Jo. Jo. Ne, Krummbein mit dem Holzbein. Oh, ist schon wieder überall Unkraut, gell? Racex, denk dran. Das Wichtigste in deinem Leben ist Hupen. Ey! Nee, verfolgt ihn jetzt. Polizeistempler, Junge, verrückter Mongo. Ich geb dir eine fette Bombe, Junge. Ups. Junge, ich geb dir Bombe. So, warte. Maruna, kommst du zu den Bäumen wieder? Hier ist noch Servus. Ein Baum. Servus! Ey, du verrückter Mongo! Was du hupen mich dann tust? Ja, und jetzt aber aufdringen, du! Schlaue Leute. Oh geil, ich hab da Chips. Essen. Nimmst du überhaupt auf, Maruna? Ja, Varuna nimmt auf, ja. Ja, nice. Nerd. Immer am Hupen bleiben. Nerd. Immer am Ball bleiben. Haben wir Geld gekriegt? Nö. Ey, du nimmst den Job weg. Ja, dann mach. Dann nimmst du auch mal was machst. Ich bin arbeitslos. Sonst. Wenn du mir einfach Job hey, hier steht Holz verkaufen, aber das funktioniert nicht. Job genommen. Naja.
Wir probieren es weiter. Wenn es funktioniert, werdet ihr es in der nächsten Folge sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschö. Ciao.